85% der Arbeitnehmer in Deutschland verspüren keine Verpflichtung ihrer Arbeit gegenüber. 16% von ihnen sind sogar aktiv unengagiert. Dr. Kneis hat uns vor ein paar Monaten sein HPM-Konzept präsentiert, dem Thomas Kuchter und mir. Und nach der Präsentation haben wir uns nochmal angesehen und gesagt, wow. Es gibt ganz klare Leistungsziele. Steigerung von Effizienz in Organisationen, Hebung der Wandlungsfähigkeit, Unterstützung der Teamstärke und der Loyalität der leistungsorientierten Mitarbeiter. Können Sie sich vorstellen, das für Ihr Unternehmen einzusetzen, das HPM? Durchaus ja. Für mich war es ausgesprochen interessant. Also wenn ich das alleinige sagen hätte, würde ich auf jeden Fall ein Pilotprojekt machen.